Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Alles 19 mit dem Mittelmark auf der Friesen Karte. Es geht weiter. Wir sind fleißig noch am Abfahren. Ich denke mal heute letzter Tag, vielleicht morgen noch ein bisschen. Dann sind wir zumindest mit den Feldflächen durch. Das ist ja mir relativ wichtig, weil wir auf der Feldfläche dann noch Gerste fahren müssen und ansäen müssen muss auch noch und so weiter. Das braucht alles noch seine Zeit. Deswegen will ich da ganz gerne gucken, dass wir da jetzt vorankommen. Auf dem Feld wird dann auch als nächstes Sojabohnen gepflanzt bzw. angesät. Außer wir wollen nochmal richtig Geld investieren, dann wäre natürlich Baumwolle ganz interessant. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es im Endeffekt Sinn machen würde, ob wir da jetzt einfach Baumwolle setzen. Im Endeffekt dann uns den Baumwollernter für 35k mieten und irgendwann einfach die Produktion im Endeffekt mieten. Weil ich denke ja schon, dass ich jetzt relativ viel weiterspielen werde, jetzt über den meinen 2 Wochen Überstunden abfeiern. Dass wir da wirklich überlegen könnten, ob ich das nicht vielleicht einfach mal teste. Weil theoretisch die Baumwollballen sind ja so schon relativ gutes Geld wert und allein von Feld 13 haben die sich ja schon rentiert. Denn theoretisch ansehen und so weiter, das kostet nicht so viel, dass man da im Endeffekt das überlegen könnte, dass man das da vielleicht macht. So vielleicht so. So ein bisschen, weil so ein Baumwollballen hat 20k, zwar aktuell kriegst du so ein Baumwollballen 1000 Liter, kriegst du im Endeffekt 2000 Euro für, ganz grob. Das heißt, wir haben irgendwas um die 70.000 Liter durch Feld 13 und nicht 100% gedüngt geerntet. Das heißt, wir haben irgendwas um die 70k mal 2, sind 140.000 Euro. Minus dem Ernter, den wir für 35k gemietet haben, hätten wir theoretisch ein Plus von um die 100.000 Euro. Das ist schon ganz gutes Geld. Und ich glaube, für andere Fruchtfolge und so weiter und vor allen Dingen für das große Feld da, glaube ich, wird das ganz gut. Und im Endeffekt, wir spulen ja jetzt auch nochmal wahrscheinlich 1-2 Tage, bis wir das Feld ernten. Dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir uns diese Produktion kaufen. Ich bin der Meinung, das könnte man vielleicht machen, weil dann produzieren wir nochmal ein bisschen was anderes, noch ein paar Klamotten hier und so. Ich denke mal, da bin ich mit meinem Bumper hängen geblieben. Zur Not könnte man noch das kleine Stück kaufen, das einfach hier draufsetzen. Theoretisch. Also machbar wäre das ja auf jeden Fall. Also wenn ihr da Lust zu habt. Ich glaube, das machen wir einfach mal, oder? Wir haben jetzt ja schon ein paar Baumwollballen, die können wir jetzt zur Not ein bisschen lagern. Und wenn wir wirklich mal Geld brauchen, dann verkaufen wir die einfach. Ganz ehrlich. Weil die sind meiner Meinung nach gut zu lagern, dass man da wirklich sagen kann, ja. Wäre natürlich interessant, was die potenzielle Erntemenge von diesem Schlag wäre bei Baumwollballen, also bei Baumwolle. Aber ich glaube, das kriegen wir nur einfach raus, wenn wir es einfach einmal ansäen. Obwohl der Baumwollvollernter kostet doch eigentlich kein Geld. Der kostet irgendwie eine 500.000 oder so. Das ist jetzt auch nicht so viel für uns. Wenn wir uns mal so überlegen, wie viel Geld wir schon für irgendwelchen Kram ausgegeben haben. Theoretisch könnte man ja überlegen, ob man sich den, also den Baumwollvollernter, den könnte man sich ja noch selber kaufen. Und mehr bräuchten wir theoretisch nicht. Das heißt im Endeffekt, wir kaufen uns den Baumwollvollernter, dann kaufen wir uns noch ein, zwei Sachen für hinten unser Obst, dass wir da auch mit weiterkommen, weil das ist uns ja auch noch relativ wichtig. Da würde ich ganz gerne dann noch ein, zwei Sachen verkaufen. Vielleicht noch irgendwie Apfelplantage oder irgendwie sowas. Zumindest ein, zwei Sachen müssen wir da auf jeden Fall noch kaufen, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen, weil sonst ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da müssen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen Geld investieren und dann mal gucken, dass wir noch in eine zweite Produktionsrichtung im Endeffekt gehen. Weil ich denke, Baumwollballen, da lässt sich schon ein bisschen was rausproduzieren. Ich glaube, das könnten wir ganz gut machen. Vielleicht gehen wir dann doch in die Richtung. Wollte ich zwar eigentlich erst nicht.
Ich wollte erst hinten Obst komplett fertig machen, aber ich glaube, Obst ist relativ zeitintensiv, deswegen wäre vielleicht noch so eine Produktion, die wir zwischendurch relativ easy an den Start bringen. Ich glaube, das schon ganz hilfreich. Wir dürfen nicht vergessen, wir können auch einige Klamotten verkaufen. Unsere Lager sind relativ voll sogar. Dass man da auf jeden Fall noch sagen könnte, ja, wir können zur Not noch den ein oder andere Sache im Endeffekt verkaufen. Dass man da auf jeden Fall noch sagen kann, ja, theoretisch, das Geld wäre da, man müsste es im Endeffekt nur abholen und im Endeffekt verkaufen. Toilettenpapier, um jetzt nochmal eine Kleinigkeit zu nennen, Schweine, also Fleisch, Wurstwaren, Zucker ist relativ voll, da müssen wir auf jeden Fall dabei, da bleibt uns schon fast gar nichts anderes übrig, egal wie schlecht der Preis ist. Außer wenn der Preis richtig grottig ist, dann könnten wir es und immer noch in unserem Zentrallager einfach mehr einlagern. Dafür ist das Ding dann ja optimal. Ich glaube, ein paar Paletten liegen da hinten auch drin. So dass es theoretisch nicht mal so schlecht wäre, wenn wir das vielleicht einfach mal machen. Aber ich meine schon, dass wir da auf jeden Fall mal was hingefahren haben. Und dann ist natürlich so, wir haben relativ viel angesät, was nur der Johnny ernten kann. Weil wir für den New Holland keinen Pflückversatz haben. Das heißt, da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir da. Hinten muss Mais muss komplett durch den gemacht werden. Also die beiden größten Flächen müssen wir im Endeffekt durch ihn aktuell abarbeiten. Ich glaube, das wäre noch eine Sache, die wir auf jeden Fall in Angriff nehmen werden. So. Mal gucken, ob wir jetzt noch eine Tour oder noch zwei Touren fahren. Das entscheidet sich jetzt, denke ich mal, weil dann sind wir da hinten auch so gut wie durch. Trinkt man noch einen Schluck. Jetzt kommen wir 9. Aber im Endeffekt, uns erwarten ja noch ein paar Flächen. Wir haben zwar schon einiges gekauft, aber wir werden da jetzt auf jeden Fall noch weiter kaufen. Das steht auf jeden Fall fest. Weil Flächen kann man nie genug haben. Theoretisch wollen wir auf dieser Karte ja noch so viel machen, dass ich spontan davon ausgehe, dass wir nicht mal alles schaffen werden, bevor der neue LS-Teil rauskommt. Denn für dieses Jahr ist ein neuer LS-Teil angekündigt. Das heißt, ich gehe spontan wirklich davon aus, dass wir es bis dieses Jahr nicht mal ansatzweise schaffen, alles zu machen, was wir im Endeffekt dieses Jahr machen wollen. Das heißt, wahrscheinlich können wir die Karte gar nicht zu 100% durchspielen. Gehe ich davon aus. Grundsätzlich zu 100% durchspielen kannst du die Karte eh nicht, weil die so schnell erweitert wird. Und ich halt doch relativ wenig zocke. Also, ich zocke natürlich schon einiges. Dieser Spielstand hat ja schon auch ein paar hundert Stunden schon weg. Aber wenn wir jetzt mal so sind, bei uns die ruhige Zeit ist vorbei. Wir gehen jetzt wieder in die Saison. Da geht natürlich jetzt wieder der Bär ab. Da steppt der Bär jetzt auch schon wieder. Dass es da natürlich jetzt wieder ruhiger wird. Im LS-Teil selber. Wo ich auch noch sagen muss, das LS-Teil hier ist so ein bisschen so für mich die Entspannung zum stressigen Tag. Abends mal eine Runde oder so. Bisschen entspannt über sein Feld fahren. Hat natürlich auch was, ganz klar. Dass man da mal gucken muss, wie man es im Endeffekt macht. Genau, sonst noch mal gucken. Vielleicht ich gucke nochmal nach ein paar neuen Mods oder sonstige Sachen. Ich habe meinen Spielstand ja jetzt relativ gut bereinigt, was das angeht. Was das mit den Mods im Endeffekt auf sich hat, da hatten wir ein paar technische, sehr starke Schwierigkeiten. Die konnte ich ja beheben. Das freut mich sehr. Jetzt habe ich teilweise Loks, die sind ein paar K-Bits noch groß, sonst hatte ich ja Loks, die sind teilweise M-Bits groß gewesen, wenn es schlecht läuft.
Freut mich sehr, dass das so gut geklappt hat. Und dass ich da wirklich so wenig Probleme jetzt mit habe. Das macht natürlich das Spielerlebnis schon mal um einiges besser. Weil umso weniger Probleme man hat, umso schöner ist es im Endeffekt. Genau, wir fahren den jetzt weg, danach noch einen und dann sind wir durch. Den Rest lassen wir dann im Endeffekt durch den Abfahrer, durch den Helfer machen. Weil der schafft ja auch eigentlich immer ein bisschen was weg. Genau. Dann die Folge morgen wird, denke ich mal, ein bisschen kurzfristiger wieder produziert. Das heißt, die wird ein bisschen aktueller sein. Ich kann euch noch nicht genau sagen, ob die auch erst am Donnerstag produziert wird oder schon am Mittwoch. Das entscheide ich kurzfristig. Das werde ich dann aber auch in der morgigen Folge dann erwähnen. Ich weiß noch nicht, wie sich das Wochenende entwickelt, was nächste Woche noch so ansteht. Das entscheidet sich auch so ein bisschen vom Wetter her. Umso schöner das Wetter ist, umso ein bisschen was will ich noch draußen erledigen. Wenn es jetzt die ganze Zeit schön kalt bleiben soll, dann habe ich keine Lust, mit dem Hochdruckreiniger unsere Wege wieder sauber zu machen. Wenn es dann doch schöne 20 Grad werden könnte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das machen werde, weil es ist halt schönes Wetter. Da lässt sich sowas immer viel besser gestalten. Von daher muss ich mal gucken, auf jeden Fall Rasenmähen möchte ich, vertikutieren möchte ich, jetzt alles Samstag noch erledigt haben. Das Moosproblem ein bisschen in den Griff bekommen. Dann noch ein paar Kleinigkeiten hier, noch ein paar Kleinigkeiten da, was halt immer so ansteht. Vielleicht nochmal durch die Blumenbeete haken oder sonstige Sachen. Weil theoretisch mein Körper muss morgens nach dem Aufstehen erstmal so 2 Stunden irgendwas Produktives machen. Was nichts mit PC oder sonstige Sachen zu tun hat eigentlich, weil sonst ich den ganzen Tag über leichte Kopfschmerzen bekomme oder habe. Das möchte ich jetzt auch gar nicht so beschreien. Grundsätzlich lässt sich das auch relativ gut aushalten, dass jetzt auch gar nicht so schlimm ist, wenn ich morgens direkt aufstehe, Frühstück mache, mich dann am Rechner setze. Habe ich dieses Problem, wenn ich dann morgens erstmal irgendwie 2 Stunden irgendwas anderes mache, aufräumen hier, bisschen da, bisschen Sachen hier, vielleicht Berichtsheft schreiben oder aufräumen oder noch ein bisschen so Kleinigkeiten machen oder so. Dann ist das da immer der Unterschied und dann klappt das auch eigentlich ganz gut. Nur wenn ich dann, weil theoretisch, wenn ich da jetzt 2 Wochen mich jeden Tag vor den Rechner setze, ist das auch nicht so geil. Dann kann ich noch ein paar Kleinigkeiten draußen im Garten machen. Also ein paar Kleinigkeiten möchte ich noch machen. Ich möchte einmal durch die Beete durchhaken, dass das wieder schön ist, weil durch den Winter ist das jetzt alles so ein bisschen. Wir hatten auch ein bisschen Schnee, ein bisschen dreckig, ein bisschen Unkraut, was da jetzt schon wieder gewachsen ist. Durch die paar Tage, die jetzt im Endeffekt schönes Wetter waren, wächst das ja halt wie Unkraut. Das möchte ich jetzt einmal unter, dass alles wieder ein bisschen schick ist. Vielleicht noch den ein Bäumchen da noch Kleinigkeiten wegschnibbeln oder so, dass ich vielleicht übersehen habe, wo ich meinen großen Schnitt gemacht habe. Und dann so das Normale, was man halt im Endeffekt so tut, weil ja, schon wieder an der gleichen Stelle. Wenn du zu schnell da hochfährst, bleib ich mit dem Bumper da hängen. Naja. Also, zu tun gibt es immer genug. Ach, Entschuldigung. Genau, wir sammeln jetzt noch einen Wagen voll. Dann werde ich den Spielstand wahrscheinlich noch eine halbe Stunde im Hintergrund laufen lassen, dass der Fahrer soweit fertig ist, dass hinten auch das Gras soweit fertig ist. Wenn das im Endeffekt alles soweit erledigt ist, dann geht es dann, denke ich mal, vielleicht dann ans Gereste fahren morgen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wenn ich noch aufs Geweih weiterspielen könnte, sein, dass das auch schon wieder erledigt ist. Vielleicht baue ich noch ein bisschen um. Müssen wir mal gucken. Also, wir werden es einfach sehen, was im Endeffekt passiert. Wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Wo ist eigentlich der Fahrer schon wieder hin? Der ist wahrscheinlich auch schon wieder on Tour. Ja, überlegt haben, dass der Schlepper schon wieder 12 Stunden gefahren hat und wir so einen richtigen Großkauf gemacht haben an Klamotten. 2 Kipper, 3 Schlepper, Anbaugeräte hier, Anbaugeräte dort.
War ja auch schon teure Spektakel, was wir uns da geleistet haben, aber. Nur ja, man kann es ja dann auch nicht ändern. Gut. Ab morgen dann wieder frischere Folgen. Irgendwelche Anmerkungen, Anregungen gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Danke. Tschüss.